neuen Folge Clash Royale. Wie ihr im Titel schon sehen konntet, öffnen wir heute eine Super Magical Chest. Aber erst werde ich euch den Kampf zeigen, bei dem ich diese Truhe bekommen habe. Und Lubby King fragt gerade, ob er befördert werden kann. Das machen wir doch eben schnell. Wenn hier in der Clan-Beschreibung steht, dass jeder Ältester wird. Und jetzt sehen wir uns diesen Kampf hier mal an. Ich glaube, das war der, wo ich die Karte gekriegt habe. Die Truhe. So, den gönnen wir uns einfach mal, aber nicht in kompletter Länge. Erstmal gucken, wie das hier war. Ich weiß auch nicht mehr ganz, wie der Kampf so ablief. Ich spule jetzt einfach mal ein Stückchen vor. Und da habe ich irgendwie 3-1 gewonnen, glaube ich. War sehr knapp gewesen. Aber es ging dann doch eigentlich da. Der Turm ist down. Der erste Turm von ihm. Und dann habe ich den anderen Turm auch recht zügig geholt, glaube ich, wie man hier deutlich sehen kann. So, den Push gemacht mit Riesen und Skeletten. Die haben sogar den Magier auf Level 1 weggekriegt, aber nicht sehr zufrieden gewesen. So, der zweite Turm war dann auch weg und dann war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis ich wieder genug Elixier hatte, um den Push zu wagen, wie man hier sehen kann. So, da war der Turm dann auch schon richtig gut angeschlagen. Dann stand es 2-1. Aber dann habe ich den dritten Turm einfach geholt. Und habe dann eine Super Magical Chest gezogen. Leider sieht man ja bei der Wiederholung nicht, was man gezogen hat. Ist ein bisschen traurig, aber egal. Ihr seht jetzt das Video eingeblendet von der Super Magical Chest. Und ja. Sind wir wieder. Es war eigentlich eine ganz gute Ausbeute gewesen. Wir werden jetzt einen Live-Fight noch machen. Auf dem Arena 5 Account. Und dann sollte es das auch hier gewesen sein. Also es war eine ganz gute Ausbeute. In der Kiste drin leider kein Legendary, aber man kann halt nicht alles haben. Wahrscheinlich werde ich das dann wieder so episch ranschneiden vorne ans Video. Und dann passt das auch gegen Level 7er. So, erstmal hier mit Pfeile kontern. Und dann sollte das eigentlich überhaupt gar kein Problem werden, für uns hier durchzukommen an den Turm. So, hier der kleine Push mit Hexe, der klappt eigentlich gerade ganz schön gut oder auch nicht. Ah, das wird jetzt wieder so eine kleine Sache werden. So, mit Hexe versuche ich jetzt mal zu kontern hier. Okay. Gut. Ich habe an dem rechten Turm noch keinen Schaden gemacht. Ich weiß auch nicht wieso. Das ist gerade ein bisschen kritisch. So. Okay. Ach, wieso? Jetzt habe ich die Pfeile verschwendet dafür. Das war richtig wasted gerade. Okay. Er spielt gerade besser als ich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das wird hier wieder nix. Aber die sind da gerade schön beschäftigt. Deshalb habe ich sie alle noch bekommen. Das war eigentlich ganz gut gemacht. Oh, der Turm geht einfach nicht down. Ich kann hier nichts machen mit dem Deck. Ist gerade ein bisschen doof. Ja, natürlich hat er den Magier auch. Den kontern wir jetzt mal ganz schnell so. Und jetzt doppelt Elixierzeit. Ich hoffe, dass jetzt was daraus wird. Wenn nicht, wird es hier ein Unentschieden. Damit wäre ich wirklich ziemlich unzufrieden. Wir haben sogar einen Zuschauer. Das ist bestimmt dieser Lubby King oder Labby King. Ich habe keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Oh Leute, das wird doch nichts hier. Mein Gott. Ja, natürlich, er holt jetzt wahrscheinlich den Turm noch. Weil ich hier gerade so scheiße spiele. Ja, er holt den Turm. Das war jetzt nicht clever von mir gemacht.
Das war wirklich nicht gut gemacht. Er wird den Kampf jetzt auch gewinnen. Das ist mir aber egal. Ich komme hoch mit den Pokalen. Das war jetzt ein bisschen scheiße mit dem Deck auch. Obwohl dieses Deck eigentlich effektiv ist, aber. Gut, er gewinnt 2-0. Ist mir jetzt auch egal eigentlich. Ich habe alles gemacht, was ich in der Folge machen wollte. Die Kiste geöffnet. Naja. Gut. Ich würde sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann könnt ihr ja ein Like da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss.